Herzlich willkommen zur Die Dämmerung. Dunkelklinge sitzt sein Urteil in den Leute, Tiefen wir eines haben uns zwei Schargefängnisses Hüter ab. gesucht. Ich speise deinen Auf Geist und 290 deinen Licht und 200 Energiemarkierer irgendwas ab. 75 Licht. Dieser Und wir haben wird dich zu 270 seiner Licht. Und Zelle jetzt laufen wir hier führen. durch. NP, würde ich sagen. Es ist Leinwaffen an. Schlachtschiff, also mehr Gegner haben Schilde und was noch an ist, ist hier Dingenskirchen. Ihr wisst Bescheid, Jongleur. Genau. Wir können auch hier noch gucken. Die aktiven Modifikatoren sind genau geerdet. Jongleur, Kleinwaffen, Panzerschiff und natürlich episch. Auf geht's. Das heißt, bei mehr Waffen macht wahnsinnig viel Schaden. Wo ist der dritte? Wo ist der Skrillex? Haben wir den schon verloren unterwegs oder was? Okay, ja, dann gehen wir weiter, ist ja wurscht. Ersten Farben können wir so machen. Neu verbinden ist immer schlecht. Hat irgendwer von euch schon den exotischen Beutezug für diese Shotgun? Was du hast, sehen aber. Der ist jetzt gestorben, warte mal, ich hol ihn gerade mal. Leute, nicht mal alle durcheinander reden, versteht man kein Wort. Das ist der mit den letzten Wortkills, ja. Okay. Weil er muss ein 290er Strike spielen auf dem Grabschiff. Und ich habe den bis dahin jetzt gespielt und ich kann den 290er Strike gar nicht starten, weil der zu hoch ist. Also jetzt, mittlerweile dürfte es gerade so gehen, aber die letzten Tage konnte ich es nicht starten. Letzte Wortkills musst du übrigens auch nicht das letzte Wort nehmen. Das reicht wohl, wenn du das ausgerüstet hast. Ich hab das auch nicht gecheckt. Also im englischen Beschreibungstext steht, macht Kills, während du die Waffe im Inventar slot hast, also ausgerüstet hast, so. Na gut, ist in den Raids auch so. Das ist jetzt alles hier Raid angepasst, 30 Sekunden Respawn-Timer und so. Da kam gerade gar nichts an. Habt ihr den Dämon diese Woche schon gemacht? Und ist schwer am Ende. Okay, da habe ich eine Bubble. Wenn es sein muss. Ich finde halt, das mit dem Jongleur und Kleinwaffen ist halt extrem nervig. Du hast ja nie Munition. Ich habe eben schon 5 Primärsynthesen genommen, weil ich einfach nie Munition kriege. Damit der Sniper kriege ich nichts kaputt. Okay, ja, wir haben es gerade mit 245 und 253 gemacht. Das ging nicht wirklich. Ja. Ja, jetzt habe ich maximal schwere Munition.
Es ist eigentlich Verrüstung, dass du auf 288 bist. Ah, du hast den Hirsch. Panzerhandschuh 288. Wo hast du das gefunden auf dem hohen Level? Wie levelst du? Du musst ja dann das Höhere zerstört haben, oder? Ah, okay, du hast Blaue mit höherem Level, okay. Und die Wahrheit hast du aus dem Dämmerungszweig bekommen, oder woher? Aus dem Panzerungsengramm hast du eine Waffe bekommen, oder wie? Wo Ich hast du es nehme eine gekauft? machtvolle Beschwörung wahr. Ja, aber Scharungen verkauft der erschließen die Waffenengramme? hinterste Tür. Meinem Scan zufolge beziehen die Okay, habe Runen ich noch nicht Energie von gesehen. diesen Türmen. Wenn du mich dorthin Aha, bringst, dann okay, kann ich na sie dann. hacken und die Tür öffnen. Erst rechts muss man ja, okay. Na gut. Ah, die Wahrheit haut aber schon ganz schön auf 295. 94. Ja, nice. Zauberin schwächer. Lass uns zur anderen Batterie gehen. Güter gefallen. Ja, ich würde es auch nicht probieren mit unter 290, kannst du glaube ich vergessen. Also immer so unter 15 drunter geht gerade noch so, dann kannst du, hast du noch eine Chance. Aber wenn du 20 oder 25 drunter bist, ist es quasi unmöglich. Wir haben gestern heroisch probiert mit 235 den Strike und dann kam dieser scheiß Venus-Strike mit dem unsterblichen Geist und der war halt tatsächlich unsterblich. Kamen irgendwann so viele Minotauren, keine Chance mehr gehabt. Güter gefallen. Oh fuck, ich bin auch tot. Schwert-Action. Diese dämlichen Sprungpassagen in diesem Spiel. Auf Titan auch, aber trotzdem. Das ist schon ein bisschen nervig. Oh nee, die kamen noch von hinten. Die Kreischer, die hab ich noch nicht gesehen.
Hat schon irgendeine das neue letzte Wort oder die neue Suros ausprobiert? Echt? Und wie ist die? Nein. Doch. Ah, jetzt geschafft. Jetzt versuch mal. Ich habe mit dem Super gerettet und runterfallen. Die AG hat viel gebracht. Güter gefallen. Sehr, sehr schön, wieder ein blaues Angaben. Oh, oh, ich bin tot. Ah, nein, weg. Güter gefallen. Boah, und da will ich nicht springen, ich bin mal kurz weg. Okay, nee, warte, ich komm gleich. Ich schau gar nicht so, ne? Ich hab gleich meinen Super, dann komm ich. Das war auch super. Güter gefallen. Das ist echt schade, ne? Ich muss jetzt zurück. Hex hat gleich kein Schild mehr, die hat kein Schild mehr. Ah, oh, ich bin tot. Komm, komm, komm weg. Boah, ich habe keinen Lebensbalken mehr. Sehr schön.
Ja, aber die Falken und die neue haut ordentlich rein. Was? Okay. Ja, das ist ordentlich. 9000. Ich meine, 500 mit einem Schuss. Gut, im Pulsgewehr. Aber trotzdem sind wir noch deutlich weniger. Wir sind auf dem richtigen Weg. Alakuls Energieanzeige wird stärker. Finde die Dunkelklinge. Bereite ihr ein Ende. Das ist mit diesem ganzen blöden Geräusch schon. Vielleicht auch. Alle rennen weg von diesen Scheißgeschossen. Die sind nur so nervig. Dass man nicht kaputt schießen kann oder so. Oh, was geht denn mit denen ab? Ja, ich bin tot. Freischau ist auf links oben. Immer noch auf. Hinter dir ist immer noch was. Zwei Stück hinter dir. Oh, ist was. Aber der Hirsch sieht schon cool aus. Nee, das stimmt. Fähigkeiten sind ja, aber die ganzen exotischen sonst sind Fähigkeiten nicht so besonders. Ein Kreischer noch, mit dem ich rüberrenne. Also die Raketen von dem Raketenwerfer bringen ja nichts, die gehen alle daneben irgendwie. Schießt ja der Hexe unter den Beinen durch. Und springen darf man hier nicht. Doch ganz gut. Dann weißt du, was dich erwartet. Die Dunkelklinge ist überragend. Das ist Solama gemacht, ist auch super. Tun, in der Ecke. Würde er einen hervorragenden Anführer für die Schar abgeben. Der Morgen dämmert noch nicht. Es war noch nicht dunkel genug. Das macht ja Mut.
Hey, noch ein Boss einfach. Dein Schicksal führt dich in die Tiefe. Akzeptiere es. Alakul, er macht Jagd auf dich. Die brennen nicht. Trotzdem sie nie wieder kriegen. Egal, es ist einfach irgendwas, wo weiße Zahlen aufkommen. Das ist auf jeden Fall ja, witziger. Das ist auch nicht übertrieben schwer, also wird da noch von den Gegnern sein. Oh, kommt halt genau bei mir raus. Ja, wir sind gleich durch, da hat man verlieren lassen. Stirb! Oh oh. Das ist gerade schlecht, das nehme ich bei der letzten wieder. Machen wir hier jetzt nicht. Nein, das machen wir jetzt nicht, weil ich will das jetzt abschließen, wir haben das promoviert und dann Artefakt gebaut und jetzt möchte ich es gerne haben. Und jetzt kann man, dass einer rausgeht und wir dann die Viben und dann den Scheiß noch 10 mal machen. Sorry, aber das können wir gerne mal anders machen. Ich will morgen in Raid spielen und ich will nicht 270 sein, wenn der 300 Minimum ist. Deswegen sage ich es ja, das ist ja mein Problem.
viel oder nicht mehr. Sehe ich mir eigentlich auch nicht mehr. Ah, er kommt zu mir. Oh, das war knapp. Ich wollte gerade auf mich drauf hauen. Ungegliegen Helm habe ich bekommen, den legendären. Sehr gut. Ja, möge seine schwarze Seele schreien. Qualifiziertes Fragment, legendäre Marken. Okay, wie kann man legendäre Marken kriegen? Zufallsdrop oder was? Wisse Hüter, Alakul war dort. Als wir in die ja, Kugel nice. Hinabstiegen. Was du getan nee, hast, uns hast du in ihren Namen getan. Toland, sein Mutter, Omar, Iriana III, Weltalo. Wie heißt sie? Würde ich googeln, ich weiß es auch nicht. Obsidianwille. Krass. 9 Obsidianwille, den Lekt 75. Ja, nice. Und ein blaues Engramm. Was kriege ich? 286, Disziplin und Stärke. Scharfschützengewehrmunition. Erhöhte Agilität für 5 Sekunden nach einem leeren Doppelkill. 26 Minuten gebraucht, das ist schon ordentliche Zeit. Nice, nice. Ne, das habe ich auch drin. Weiß ich nicht, VIPs. Ich denke, bei den Events wahrscheinlich. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Das war der erste Demo-Strike bei Taken King. Loot war jetzt so, naja. Also den Helm müssen wir uns angucken. Das müssen wir noch machen, Leute. Den Helm. Dunkelbringer Klingenhelm. 284. Gut, das ist jetzt nur leicht schlechter als mein exotischer. Wer keine Dunkelheit mit Nahkampfkills zu beseitigen, gewährt Bonus Superenergie. Schilder erholen sich sofort nach Aufheben einer Sphäre. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und er sieht verdammt cool aus. Ich habe vorhin schon ein Foto von dem gesehen. Schau euch das mal an. Ist das nicht der Hammer? Also, Coolheitsfaktor 9000. Allerdings gehe ich da mit dem Lichtlevel wieder nach unten. Ja, das war der Demo-Strike. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.